Ihr seid soweit? Unbedingt. Okay, Bernie. Dann lass uns. Mast und Schuttbruch. Da ist es. Der Zufluss da vorne. Von hier oben sieht's aus, als wäre der Zugang vergittert. Vielleicht kommst du ja unter Wasser durch. Wir müssen nachsehen. Okay, dann tauche ich mal runter. Ich komme nicht durch. Der Kanal ist bis zum Grund vergittert. Verdammt, wir hätten Werkzeug mitnehmen müssen. Warte, ich habe eine Idee. So, und jetzt volle Kraft zurück. Hoffentlich geht das gut. Hat funktioniert. Okay, ich sehe mir das jetzt an. Ich melde mich, wenn ich durch bin. Bernard? Hier? Ich hab's geschafft. Ein altes Gewölbe. Hier ist eine Stahltür. Schätze, die führt in den Museumskeller. Was für ein Schloss hat die Tür? Warte, ich sehe nach. Beeil dich ein bisschen. Da oben parken jetzt Autos. Bin gleich soweit. Die Schrift ist viel zu klein. Alles klar. Ein normaler Sicherheitszylinder. Marke Atom, Nummer 873562. Bernard? Da kommt jemand. Okay, ich komme zurück. Bin sofort bei dir. Nein, bleib da drin! Catherine, bleib da drin! Verdammt! Linksverkehr. Der absolute Albtraum. Hey, da ist die Themse. Ich werde mir mal ein bisschen die Beine vertreten. Hey, Abend. Abend? Na, angeln Sie hier? Nein. Nur ein bisschen spazieren fahren? Tja, ist ein schöner Abend dafür. Ich hatte auch mal ein Boot, wissen Sie? War allerdings ein bisschen kleiner. Ach so, Sie tauchen hier. Nicht schlecht. Sieht man denn da unten was in der Brühe? Tja, meiner Freundin ist die Uhr ins Wasser gefallen. Verstehe. War wohl eine teure Uhr. Ja, ziemlich. Ein Familienerbstück. Da hätten Sie besser eine Lampe mitnehmen sollen. Haben Sie sie denn gefunden? Wie bitte? Die Uhr. Haben Sie sie gefunden? Ach so, nein. Nein. Zu dunkel und da unten ist nur Schlamm. Ein Jammer. Sagen Sie, darf man denn hier einfach so tauchen in der Themse? Mit Tauchschein? Na klar. Ah, okay. Naja, ich muss los. Also dann, schönen Abend noch. Verdammter Mist. Wieso bist du nicht unten geblieben? Ich hab doch gesagt, es kommt jemand. Ich dachte, ich schaff's vorher. Und ich konnte ja nicht wissen, dass du mit dem gleich einen Plausch anfängst. Er hat mich angesprochen. Meine Freundin hat ihre Uhr verloren. Tolle Geschichte. Ich habe dir gesagt, bleib drüben. Lass uns jetzt abhauen. Sofort. Abend. Abend, Sir. Hätten Sie kurz Zeit für ein paar Fragen? Oh, kommt darauf an. Jack Stern, International Police Washington. Es dauert nicht lange. Worum geht's denn? Die Sache mit dem Einbruch liegt doch schon Jahre zurück. Nur ein paar Routinefragen. Ihr Museum arbeitet mit dem Logistiker Art Trends zusammen, nicht wahr?
Ja. Und? Kennen Sie die Mitarbeiter? Ein paar. Wieso? Gibt's Probleme? Nein, alles in Ordnung. Ich klappere nur ein paar Adressen ab. Wie gesagt, reine Routine. Ist Ihnen irgendwas aufgefallen in der Zusammenarbeit? Wechsel des Personals, Unzuverlässigkeiten, Probleme? Naja, da sind in letzter Zeit öfter mal welche krank gewesen. Aber ich schätze, das liegt eher daran, dass sie so schlecht bezahlt werden. Okay. Wann war zuletzt jemand von Artrends hier? Vorgestern. Die neue Ausstellung zur britischen Geschichte. Mehrere Exponate sind Leihgaben. Gut. Ich sehe mich mal ein bisschen um bei Ihnen. Ich war schon ewig nicht mehr in einem Museum. Ach, und sagen Sie, wo kann ich hier in der Nähe was trinken? Im Fine Arts Pub. Das ist direkt gegenüber. Okay, danke. Dann viel Vergnügen. Tja, gar nicht so leicht, den Sperrmüll von den Exponaten zu unterscheiden. Hey, hier sieht's aus wie in meinem Büro. Langweilig. Therapie vielleicht? Susan hat so ein Zeug gemacht in unserer Trennungszeit. Das kenne ich irgendwoher. Mein Neffe malt auch so. Er muss ein Genie sein. Immerhin, man erkennt mal was. Hässlich. Komm nur her, wenn du Ärger willst. Was zum Teufel soll das? Scheußlich. Nicht übel, oder? Erinnert mich an einen B-Film, den ich mal gesehen habe. Der Pub ist gegenüber, sagt er. Ich geh mal auf ein Glas rüber. Hey, Kumpel, kannst du mir 10 Riesen leihen? Oder Geld für 10 kurze? Wow, nicht übel. Hoffentlich haben sie da drin noch was von dem Zeug. Auch nicht besser als das Zeug drüben. Abend. Abend. Mein Gott, was haben Sie dem armen Teufel da draußen gegeben? Sie meinen Stevens? Tja, der hat genug für heute. Nicht viel los hier. Sie sagen es. Woran liegt's? Urlaubszeit? Der Laden hier liegt doch gut. Mitten in der Stadt, direkt beim Museum, direkt an der Themse. Tja, die Leute haben weniger Geld in der Tasche. Da trinken sie lieber zu Hause. Der Knabe draußen sah aber auch nicht aus wie ein Millionär. Ein Stammgast? Leider. Sein Deckel ist mehr wert als der halbe Laden. Ups. Tja, ist ein armes Schwein. Verliert bald seinen Job im Museum.
Jetzt sitzt er hier jeden Tag und säuft auf Kredit. Und lädt noch Mädchen ein. Ich bin ein Trottel. Okay, danke. Kann ich mal in die Zeitung sehen? Sicher. Schlimme Sache mit diesem Minister. Haben Sie es gelesen? Tja, armes Schwein. Was hat er nun davon? Was glauben Sie, was da passiert ist? Keine Ahnung. Vielleicht hat er einfach zu viel gekokst. Er hat eine Menge Feinde, wie ich höre. Natürlich hatte er die. Aber hier in London machen sie keinen Schritt mehr, ohne dass die Polizei dabei ist. Wenn da irgendwas gelaufen wäre, dann wüssten wir es schon. Ich habe bis jetzt keine Polizei gesehen auf der Straße. Sie müssen nach oben schauen, Mister. Auf die Dächer. Auf die Straßenbeleuchtungen. An jedem Haus hängt eine Kamera. CCTV heißt das System. Wenn Sie in London einen ganz normalen Tag verbringen, werden Sie 300 Mal aufgezeichnet. Nicht übel. Und trotzdem klauen hier Leute die Ziffern von Big Ben. Tja, verrückt, oder? Aber ich sage Ihnen, die werden Sie kriegen. Haben Sie das Foto gesehen? Das war auch unser CCTV. Man erkennt nicht viel darauf. Warten Sie es mal ab. Die werden Sie kriegen. Okay, ich muss los. Seltsames Völkchen, diese Leute hier. Aber die Sache mit dem CCTV hat mich auf eine Idee gebracht. Ich muss mit dem Chief reden. Na, wie war's gestern? Ihr wart ja spät zurück. Ich hab schon gepennt. Was habt ihr so lange gemacht? Wir mussten erst den Weg durch den Kanal freiräumen. Und dann hat Bernard noch ein Kaffeekränzchen mit einem Passanten abgehalten. Sehr witzig. Im Ernst? Da war wirklich jemand. Was? Es hat euch jemand gesehen? Und angesprochen? Sag mal, seid ihr bescheuert? Wollt ihr etwa ins Gefängnis? Ich hab noch versucht, Catherine Bescheid zu sagen. Ich fass es nicht. Was war das für ein Typ? Wahrscheinlich bloß ein Tourist. Er hat einen amerikanischen Akzent. Was habt ihr ihm gesagt? Dass Catherine nach einer verlorenen Uhr taucht. Brillant. Wirklich. Absolut brillant. Warum schicken wir nicht gleich eine Einladung an die Polizei? Ihr werdet wirklich alt. Mann, Mann, Mann. Das nächste Mal fährst du, hm? Dann kannst du dir was Besseres ausdenken, Klugscheißer. Kommt schon, hört auf. Es ist nicht optimal gelaufen, zugegeben. Aber es ist ja nichts passiert. Und der Kanal ist jetzt frei. Wie läuft's mit dem Fingerabdruck? Muss ich noch machen. Wo hast du denn das Glas? Ist in deinem Zimmer. Okay, ich schau's mir an. Wir brauchen auch noch die Liste der Wachleute, die morgen Dienst haben. Ja, mach ich alles. Dann weiß ich wenigstens, dass ihr's nicht verbockt. Jetzt halt aber mal die Luft an, Kleiner. Also bis später. Ich hab zu tun. Okay, dann los. Okay, da ist das Glas. Okay, fast fertig. Moment mal, so wird das noch nichts. Na also, jetzt sehe ich alles. Weiter im Text. Da haben wir ihn ja, den Abdruck. Fehlt noch der Finger.
Okay, jetzt muss ich ihn nur noch übertragen. Voila! Fertig ist der künstliche Wächterfinger. In 0,0 Sekunden. Ich bin ein Genie. So, fertig. Wo ist Bernie? In der Stadt. Schon wieder? Bin ich eigentlich der Einzige, der hier einen Einbruch vorbereitet? Ist gut jetzt, Mike. Du bist der Größte. Genau. Hier wäre zum einen der Finger von Mr. Stevens. 100% gefühlsecht und funktionsfähig. Igitt! Die Personalliste habe ich auch an Land gezogen. Im Museum hat morgen ein Typ namens Michael Nesbitt Nachtdienst. Nesbitt, okay. Geht das klar? Keine Gewissensbisse, weil du den Typ noch von früher kennst oder so? Nerv mich nicht, Mike. Nur eine Frage. Es ist alles in bester Ordnung. Wie lautet die Nummer des Diensttelefons? 16234. Hat Bernie gesagt, wann er wiederkommt? Nein. Ich weiß auch nicht, was er immer Wichtiges zu tun hat. Wir besprechen morgen früh nochmal alle Details. Da ist ein Anruf für dich auf dem AB, Catherine. Dein Vater, glaube ich. Ach du grüne Neune. Der ruft neuerdings öfter an, hm? Sieht ganz so aus. Was hat er denn plötzlich? Das Gleiche, was er immer hat. Er kommt nicht damit klar, dass er ein Schwein ist. Ach so. Na dann. Ich gehe hoch, okay? Okay. Hey, Bernard, da bist du ja. Wann bist du denn wiedergekommen? Wurde spät gestern, oder? Sorry, ich bin ein bisschen versackt in der Stadt. Hey, seht mal, wer uns mit einem Besuch beehrt. Bernard, na sowas. Okay, Jungs, Lagebesprechung. Jetzt nicht. Also, das London Modern. Ich habe mir nochmal die Pläne angesehen. Wir machen Folgendes. Morgen fahren Bernard und ich am frühen Abend mit dem Boot zum Kanal beim Museum. Mike, du parkst deinen Van vor dem Museum. Zapf die Kameras an und halt dich bereit. Ich tauche durch den Kanal und gehe vor der Kellertür in Stellung. Bernard, du postierst dich in Wächteruniform vor dem Museum. Um 23 Uhr ist Wachwechsel. Um 22.50 Uhr wird der Wächter die Haupttür entriegeln. Das verschafft uns ein Zeitfenster von knapp 10 Minuten. Um 22.50 Uhr rufe ich das Diensttelefon in Ausstellungsraum 2 an. Während der Wächter dorthin geht, betritt Bernard das Museum, geht zum Wachraum, öffnet die Tür und stellt die Aufzeichnungen ab. Mike, du beobachtest die Kameras und gibst Bernard Bescheid, wenn er das Gebäude wieder verlassen kann. Ich öffne die Kellertür mit dem Bumpkey und gehe nach oben. Dann tausche ich die Bilder und mache mich sofort auf den Rückweg. Bernard, du solltest inzwischen wieder beim Van sein. Ihr macht euch unauffällig aus dem Staub. Ich selbst nehme das Boot. Wir treffen uns im Loft. Alles klar? Alles klar. Gut, dann checkt bitte die Ausrüstung und bereitet das Boot und den Van vor. Ich schaue jetzt bei Robert vorbei. Hoffentlich ist er fertig. Eine perfekte Kopie. Robert? Hey, na, wie geht's dir? Es geht schon. Du siehst aber nicht so aus. Das Bild ist fertig. Klasse, du bist ein Schatz. Wir machen die Sache. Heute Nacht. Mhm. Und? Bist du aufgeregt? Tja, ein bisschen. Aber das gehört wohl dazu. Sicher. Ihr schafft das schon. Robert, was ist denn los mit dir? Ist was passiert? Können wir dir helfen? Alles in Ordnung. Vielleicht werde ich einfach ein bisschen alt für den Stress.
Komm schon, raus mit der Sprache. Hast du immer noch diese Angst? Tja, ich hab nachgedacht, Catherine. Oha, was kommt denn jetzt? Weißt du, ich glaube, es wird Zeit für dich, Schluss zu machen. Für uns alle wird es Zeit. Du hast Angst, dass sie uns erwischen werden, hm? Die Dinge haben sich geändert, Catherine. Was wir hier tun, ist kein Spaß mehr. Spaß war es nie. Doch, das war es. Ein Spaß von ein paar Weltverbesserern, die Robin Hood spielen. Das ist es jetzt nicht mehr. Du sagst das so, als ob wir Terroristen wären. Wir schaden doch niemandem. Wir helfen. Das legen wir uns so zurecht, Catherine. Natürlich schaden wir jemandem. Denen, die wir täuschen. Denen, die wir belügen. Denen, die wir bestehlen. Nicht wir sind die Lügner und Diebe auf dieser Welt. Doch, wir sind es. Ich weiß wirklich nicht, was plötzlich in dich gefahren ist. Was ist jetzt anders als die letzten 5 Jahre? Bedroht dich jemand? Du bist zu jung, um dein Leben wegzuwerfen. Und du bist zu alt, um so weiterzumachen. Du redest wie mein Vater. Ich rede wie jemand, dem an dir liegt. Das weiß ich doch. Du musst dich erholen. Vielleicht brauchen wir alle ein bisschen Abstand. Nach dem Sommer machen wir Pause, okay? Ich verspreche es dir. Brauchst du irgendwas? Hast du noch genug Geld? Ich komme noch eine Weile aus. Gib lieber Bernard ein paar Pfund mehr. Wieso? Ist er etwa pleite? Er hat sich 2000 Pfund von mir geliehen. Wozu denn das? Er sagt, er hat noch Schulden bei seiner Ex-Frau. Warum spricht er denn nicht mit mir darüber? Du solltest eigentlich nichts davon wissen. Ich dachte, ich erzähl's dir, weil ihr so eng befreundet seid. Das dachte ich eigentlich auch. Sei nicht so streng mit ihm. Er schämt sich. Schämt sich? Ihr Männer seid wirklich eigenartig. Okay, ich muss jetzt los. Die anderen warten schon. Grüß sie von mir und passt auf euch auf. Pass du auf dich auf und mach dir keine Sorgen. Ich melde mich morgen, wenn alles geklappt hat. Das hätten wir.